Ich habe die letzten beiden Tage genutzt, um eine weitere Anwendung mit Kiwi zu programmieren. Und zwar habe ich früher meine ganze Planung immer auf Blättern gemacht. Andere Kollegen benutzen den Kalender und schreiben rein, was sie machen wollen und was sie dann wirklich gemacht haben. Und ich dachte mir, wenn man schon so ein Android mit sich rumschleppt, dann kann man darauf ja auch eine Anwendung tun, die genau das abbildet. Und das möchte ich jetzt hier einfach mal vorstellen. Die App sieht so aus, dass ich also meinen Stundenplan hier sehe und dass ich hier eintragen kann, was ich machen möchte oder was ich gemacht habe. Und zwar sehe ich eben jetzt hier den gestrigen Tag, dann haben wir hier den heutigen Tag und das wäre der Tag morgen. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe hier die Dateistruktur, die natürlich der Nutzer dann am Ende gar nicht sehen wird. Und da liegen also jetzt für jeden Tag die entsprechenden Dateien da. Und was muss ich machen als Vorbereitung? Als Vorbereitung muss ich einfach mal hergehen und muss sagen, ich muss meinen Stundenplan für die 5 Tage, die ich arbeite, in Textdateien erfassen. Das lässt sich sicherlich auch automatisieren. So sieht es konkret aus. Das ist also die erste Datei. Das ist der Montag und das hier ist der Dienstag und das ist der Mittwoch. Ich schreibe also pro Zeile einen Eintrag für die Stunde hinein und entsprechend geht es dann an den anderen Tagen weiter. Und wenn diese Dateien einmal angelegt sind, dann funktioniert das Programm so, wenn ich also jetzt hergehe, Montag, Dienstag, Mittwoch gibt es schon Datensätze, da steht schon was drin. Und wenn ich eben jetzt einen Donnerstag einen neuen Datensatz anlege, dann kann ich eben sagen, schreibe hier was rein, was ich machen möchte. Und dann gehe ich auf den nächsten Tag. Und was jetzt passiert ist in dem Moment, wenn ich das Objekt hier ausgefüllt habe, dann gibt es hier in meinem Verzeichnis auch eine Datei und steht das alles genau drin, was ich gemacht habe. Das ist momentan auch noch eine relativ einfache Struktur. Und da kann man aber dann noch zusätzlich Text mit reinschreiben. Und ich habe hier immer eine Woche im Vorlauf und kann mir das alles anschauen. Zur Programmentwicklung ist jetzt einfach zu sagen, es gibt eine Strukturdatei, die das Layout hier macht. Die hat Größenordnung 130 Zeilen. Kann man dann programmtechnisch noch ein bisschen einkürzen und das eigentliche Programm 6 Kilobyte, das sind momentan auch 250 Zeilen, lässt sich auch wieder auf ungefähr 2/3 reduzieren, wenn man es richtig schön macht. Und das tut alles. Was ich jetzt machen kann, ist noch, ich kann im Programm einstellen die Größe des Fensters, das heißt, dieses Fenster, was ich jetzt hier in meiner Entwicklungsumgebung auf meinem PC sehe, ist genau die Form, die dann später auch auf dem Android sichtbar ist. Was dann auch noch dasteht, ist ja, dass Kiwi also auch auf diesen anderen Betriebssystemen, iOS, macOS, X und Windows läuft. Und das wäre einfach mal zu schauen, dass man da ein paar gute Bekannte findet, die einen das mal austesten.